Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir fahren heute mal wieder eine kleine Runde mit dem C2 Euro 5 und das Ganze auf der Map Smolny. Das ist eine von ein paar, ja, ich sag mal, älteren Omni-Maps, die jetzt in der Webdisk reuploadet wurden. Und genau, ich hätte gesagt, wir starten unser Fahrzeug gerade langsam mal. Eine Map aus dem Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2014. Genau, also ist schon durchaus auch ein bisschen etwas her. Und schauen wir uns einfach mal an, wie das denn heute hier so aussieht. Legen wir das Kärtchen hier mal auf. So, Liniennummer habe ich auch schon wieder vergessen, muss ich sagen. Habe ich versucht mir zu merken. 41 zum Bahnhof. Dann machen wir auch eine 40. Dann machen wir mal 1. Das stimmt's nicht. Machen wir nochmal. Zack, zack. 41 und 2. Wunderbar. Das sieht dann gut aus. Da haben wir noch ein paar Minütchen zum Drehen. Wir haben jetzt auch hier einmal die weiße Matrix. Okay. Hübsch, hübsch. Ich sag mal, zum Bus, den es wahrscheinlich zum Veröffentlichungszeitpunkt der Karte damals auch nicht gegeben hätte, ist ja dann auch irgendwie eine coole, spannende Sache. So. Genau, Motor läuft. Dann hätte ich gesagt, können wir hier einmal langsam um eine Kurve fahren hier. Wunderbar. Genau, der Map-Lenker mal wieder am Start. So, da stehen auch schon welche. So. Würde ich irgendwie gucken, dass wir hier nicht mit dem Bobbes noch auf der Straße stehen. Ach ne, guck mal, das passt aber wunderbar. Da haben wir Platz. So, ich muss aber irgendwie tatsächlich sagen, das ist eine Webman, die ich jetzt nicht wirklich so viele Erinnerungen habe. Ja, okay. Ich werde mal ganz kurz ein wenig rangieren. Anders als zum Beispiel Nürtingen, die Map wurde auch nochmal hochgeladen und die bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne gefahren. Da können wir vielleicht mal schauen, ob wir das dann demnächst hier uns auch mal anschauen. Muss ich sagen, früher echt eine meiner Lieblingssims, bin ich unfassbar häufig und gerne gefahren und das ist irgendwie, finde ich, doch eine ganz schöne Situation, um mal so ein bisschen nochmal die Maps, die man damals ganz gerne gefahren ist. Ach, guck mal, da klappt er sogar direkt. Mal so ein kleinen wenig nochmal aufleben zu lassen. Ja, hast du doch schon gesagt, jetzt ist gut, meine Güte. Auch die ganze Zeit hier am Sachen erzählen, ne? So ist das eben. So. Hier ist die Unionstraße, ne? So. Einmal einsteigen lassen. Achso, das ist ein bisschen langsamer werden. Schon guten Tag, die Dame. Dankeschön. Tickets wollte jetzt auch irgendwie noch niemand haben, ne? So, genau. Repaint-technisch sind wir mit der SWEG unterwegs. Ich habe jetzt, ja, es war ein bisschen probiert, ein halbwegs passendes Repaint. Eine Minute haben wir, wa? Ja, mal gucken, ne? Ist auch rot, die Ampel. Also ich habe mit Repaint versucht zu finden, was irgendwie halbwegs passt. Weil standardmäßig fährt hier der NL. Ist jetzt auch gar nicht so lange her mit dem, nach dem Omni 2 Release, weil ich habe dann echt noch überlegt, ja, wie lange ist das denn jetzt her, ne? 10 Jahre, man kann ja noch nicht Omni 2 und ist das noch ein bisschen hin. Und das ist auf jeden Fall jetzt hier eine Version, die auf jeden Fall auch hier läuft und, ne, die auch damals so rausgekommen ist. Wow, wilde Sitzbezüge, ne? Hübsch, hübsch. Nächste Haltestelle Werksbahnstraße. Genau, wollte gerade schon sagen, dann brauchen wir hier auch nochmal eine Ansage. Die Werksbahnstraße. Okay, nachdem wir jetzt der Bahnhof und so hatten, dann bleibt es wohl sehr bahnhofslastig heute. So, einmal eingestiegen. Hallöchen. Ja, eine, normal, bitte. Kann sagen, ein Fahrkärtchen wird hier verlangt. Regeltarif AB. Machen wir 30. Was haben wir denn? D-Mark oder Euro? D-Mark. So, bitteschön. Ja, klappt ja super.
ist die gute alte Frage nicht, irgendwie zahlen sie bar oder mit Karte, sondern zahlen sie mit D-Mark oder mit Euro. Das ist die Frage, die man sich so im Omsi irgendwie immer stellen muss. So, hier muss auch die Haltestellenbremse noch selber setzen. Ja, die muss ich setzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die sollte nicht sich, weiß ich nicht, in einer anderen Verfassung befinden, hätte ich jetzt mal gesagt. Ansonsten Glatzis, Glabinet. So. Ja, gut, dass du da vorne stehst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. So. Ja, hübsch, hübsch. Wir fahren dann. Ach ne, wir dürfen immer noch nicht. Gut, wir fahren jetzt über am Markt. Den Jägerwirt. Bozener Straße. Na, bin mal gespannt. Ist alles sehr, sehr bahnhofig. Ach ne, wir fahren zum Bahnhof. Wir sind in der Fahrenheitstraße losgefahren. Ja, ich habe mir natürlich im Vorhinein sehr viele Gedanken drüber gemacht. Nicht. Ich habe einfach ein Entry-Paint ausgewählt, ne? Oh, auch nochmal eine ganz wilde Sache, was mir aufgefallen ist bei der Hofdatei. Und zwar habe ich gedacht, ne, die mir vor ein paar Tagen installiert, habe mir dann gedacht, ja, okay, hast du Hofdatei, hast du irgendwie, glaube ich, auch mit reinkopiert in den Bus. Und dann suche ich die vorher und denke mir, die ist ja gar nicht da drin. Gucke ich nochmal in den Download, kopiere die nochmal rein, ist vorhanden. Ja, die heißt halt aber nicht Smolny, sondern die heißt halt Depot A. Weil so heißt halt auch das Depot. Das ist natürlich, hat sich immer richtig Mühe gegeben. Nee, Quatsch. Also ne, Depot A, so heißt halt irgendwie das Depot hier auf der Map. Hallo. Und ja klar, im Endeffekt ist es ja eine Hofdatei, die jetzt die Ziele eines bestimmten Betriebshofs irgendwie darstellt. Von daher kann ich schon nachvollziehen, aber das war halt schon, ich sag mal, ein wenig verwirrend tatsächlich zu Beginn. So, dann fahren wir uns aber hier ganz langsam hoch. Ach, 30 wären auch hier gewesen. Ich würde zwar gerne sagen, ja, ja, damals konnte man auch nicht das mit den Höhen so einstellen, dass das nicht so passiert, aber das konnte man auch damals schon einstellen. So. Nächste Haltestelle, Alexandre-Dumont-Straße. Aber ich finde das jedes Mal aufs Neue. Ich weiß nicht, ich habe zurzeit so ein bisschen meine Retro-Phase. Ich finde es echt spannend, das immer mal wieder zu sehen, was denn so die, wo denn so die Entwicklung mit den Maps und so hingegangen ist. Vor allem eben auch, wie ich auch schon ein paar Mal erwähnt, mit der Tatsache, dass wir jetzt hier auch mit einem echt fantastisch umgesetzten Bus fahren. Und das auf einer Karte, die jetzt halt eben bald zweistellige Jahreszahlen feiert. Ja, warte mal, aber da müsste. Ich glaube, ich hatte das neulich schon mal irgendwie durchgerechnet, ne? Das ist alles schon ein bisschen länger her. Wann habe ich denn. Meine Map ist ja noch zu Omsi 1 Zeiten. In dem Jahr, wo Omsi 2 rauskam, glaube ich. Ist gerade so kurz vorher ist irgendwie Doble erschienen. Das heißt, da müssten wir auch bald irgendwie Jubiläum feiern. Ich muss mal gucken, vielleicht kommen wir dann dafür für 10 Jahre die Map nochmal irgendwie. Oder war das dann schon? Boah, ich tue mich gerade ganz schwer damit, ne? Ja, ich muss mal nachschauen. Vielleicht kommen wir da irgendwie so ein irgendein Special draus machen, weiß ich nicht. Weiß zwar auch nicht, wie das jetzt aussehen sollte, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. So, der Jäger wird. So, jetzt auch nicht die 10 von 10 Anfahrt, aber die kloppt schon. Ah, stehen wir ein bisschen ungünstig, ne? Tut mir leid. Da sehen wir nichts. Das ist, nennen wir es mal problematisch. So, pling. Nächste Haltestelle, Bozener Straße. Der Ausstieg natürlich in Fahrtrichtung rechts. Oh, es ist davon hübsches. Ach, ein wilder Kreisverkehr. Immer mal was anderes, das ist nicht. Wie zu dem Zeitpunkt hat eben üblich Simple Streets einfach und Abfahrt, sondern hat man sich ein bisschen was gedacht. Ich glaube, da ging es dann noch zum Depot, ne? Wenn man nämlich hier lang fährt.
Oder ich täusche mich mal wieder. Oh, das ist ein bisschen zu spät. Ja gut, da müssen wir mal eine Runde fahren. Ups. Es ging wohl eindeutig zu weit. Ach, guck mal. Ach, oder Depot O, das kann natürlich auch sein. Das Depot Ost hieß und nicht Depot A. Ja, aber ne, das ist die Diskussion, die ich vorher anstoßen wollte. Dass das eben aus genau dem Grund so heißt. So. Dann wollen wir mal hier lang. 80 dürften wir trotz Baustelle. So. Nennen wir es mal gewagt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, ja. So ist das. Hier lernt ihr die großen Weisheiten, die die Menschheit bestimmt schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden weitergebracht haben. Guten Tag. Hallo. Geht auch ganz gut was rein hier in den Bus. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass wir dann doch so viele Fahrgäste haben. Wird sich wohl irgendwie ausgleichen. Aber der Fahrplan ist, ich meine, ich könnte noch einen Tick gemütlicher fahren. Ja. Können wir dann machen, wie wir es irgendwie für richtig halten. So, wenn ich jetzt aber die Haltestellenbremse reinmache. Ja, genau. Dann wird die Ampel grün. So, einmal rum hier mit dem Karren. Der beschleunigt aber auch so gut, ne? Da brauchst du nur so ganz klein wenig irgendwie aufs Pedal drauf und der geht wirklich gut ab hier, ne? Zur Kastanienstraße. Nächste Haltestelle Kastanienstraße. Und noch hier der Ausstieg. Natürlich in Fahrtrichtung rechts. Schönen guten Tag. Eine Kurzstrecke bitte. Achso, oh, das haben wir auch im Angebot. Kurzstrecke, Regeltarif 1,70. Oh. Danke. Bitteschön. So, möchtest du mit oder läufst du bloß? Ich glaube, du läufst nur, ne? Hm? Ah, heute keine Mitfahrt. Okay. Ist aber auch eine wilde Möglichkeit, hier Gehwege zu ziehen. Ich weiß gar nicht, das hatte ich neulich auch irgendwo. Wo waren wir denn da? Wegen einem Ausflug gemacht und da hatten wir auch nur so aufgemalte Gehwege. Das fand ich auch irgendwie wild. Ich weiß halt schon gar nicht mehr. Irgendwann am Wochenende halt mal. So, läuft da keiner rüber? Nee, weil die dürfen auch grün haben, genau. Na, sie wollte es wahrscheinlich rüber, ja gut. Da muss sie kurz warten. So, Konrad. Nächste Haltestelle, Konrad-Essener Platz. So, ist aber auch ein sehr überschaubarer Haltestellenabstand, ne? Guten Tag. Hallo. 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 Boah, aber, ne, ich irgendwie, muss ich sagen, also obwohl ich die Karte jetzt nicht mehr wirklich kenne, ich hätte so ein bisschen Lust, nur so ein paar andere ältere Karten mal wieder auszupacken. Muss ich mal schauen, ob und wie wir dann vielleicht irgendetwas finden, was sich denn nicht, was es sich denn dann auch nochmal zum Fahren lohnt. Weil ich finde tatsächlich so für das Alter. Nächste Haltestelle Hochfeldweg. Sieht das wirklich echt ganz hübsch aus und ich muss mir so ein bisschen nochmal vielleicht meine Erinnerung so ein bisschen eichen, weil man hat halt natürlich eine Erinnerung an die Maps, wie sie waren, aber man glorifiziert das vielleicht auch mal so ein bisschen, also so Fehler, die man halt früher nicht gesehen hat, die waren da halt trotzdem da und ja, weiß ich nicht, das ist nochmal mit der neuen Perspektive zu sehen, finde ich vielleicht auch nochmal ganz spannend. Also wenn es mal wieder so eine längere Durststrecke oder sowas gibt. Apropos Durststrecke, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ja, falls es mal eine längere Durststrecke gibt, da könnte man vielleicht an sowas denken. Oder für die Streams oder sowas wäre das vielleicht mal eine ganz coole Sache. Bitte alle aussteigen. Ja, da gucke ich mal, dass ich vielleicht mal ein paar schöne Sachen irgendwie raussuche. Also
Ich verlasse mich da wahrscheinlich im größten Teil auf mein riesiges Omsi-Archiv, was ich ja noch hier rumfliegen habe. Ich habe ja bald meine... ich habe eine eigene Terabyte SSD nur für Omsi und Train Simulator. Also messe da ja gar nicht drauf. Ein großer nimmt halt Omsi ein. So, das ist ungefähr das Ausmaß und die Cuts gerade an der Kapazitätsgrenze. Deswegen, ja... Er sollte sich vielleicht noch das ein oder andere Schätzchen finden. Upsala. Ansonsten hätte ich gesagt, haben wir das jetzt auch geschafft hier. Türchen einmal auf. So, Fahrplan passt. Ja. Am Ende doch ein bisschen zeitig gewesen, aber auch nicht verkehrt. Wenn der Bus jetzt verpasst hat, der soll halt irgendwie ein paar Meter laufen, weil es auch nicht so weit. So, ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich gehe jetzt wieder meine Stimme schonen und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.